Hallo und herzlich willkommen bei Let's Play Tales of Symphonia mit Odessa. Ich bin der Michael, der neue Gastkommentator, und ich glaube, die liebe Odessa wird mich mal ganz kurz vorstellen. Ja, hallo alle zusammen. Das ist Michael, mein neuer Co-Kommentator. War leider der letzte, irgendwie nicht mehr geschafft hat, onzukommen bei Skype, und ach, hab ich mir gedacht, wir sind nur neun für das Projekt. Kein Bock mehr, ich habe das schon seit Monaten aufgeschoben. Das muss auch gemacht werden. Also dachte ich mir, ich nehme einen neuen. Ja, und ich bin der Neue. Es ist versiegelt. Der Madarin kann das Siegel hier öffnen. Er wird hier im Tempel aufbewahrt. Wo denn? Los, holen wir ihn uns. Ich weiß nicht. Tut mir leid. Na, dann suchen wir ihn halt. Mann. So, wir haben das kleine Problem gehabt eben. Mit der Geschwindigkeit innerhalb eines Kampfes. Ich denke, wir haben das jetzt weit gelöst. Ich vergesse immer, dass ich mich vorher heilen sollte, bevor ich... Ach, Tastenbelegung ist gerade voll scheiße hier. Weil ich auf die Playstation noch etwas abgestimmt bin im Gedanken. Aber jetzt habe ich's. Ja, die guten alten Kämpfe in Tales of Symphonia. Richtig Spaß macht das Ganze, wenn man zu viert unterwegs ist und jeder seinen eigenen Charakter steuern kann. Ja, leider ist das ja nicht möglich. Einige Einstellungen wollen das dann halt nicht machen, das Spiel spielen. Netplay ist möglich bei dem hier, aber nicht bei diesem Spiel. Scheiße. Das ist ja was schade ist. Ja, wir hätten zu weit spielen können. Du, ich, Leute, du, Kratos oder so. Ich wollte schon wieder einen Kreis werden. Das ist aber nicht Emil. Das ist Lloyd. Komm, Leute, mach den Typen endlich platt. Danke, Leute. Oh, ich habe Combo-Anfänger als Titel erhalten. Ja, die guten alten Titel. Ich hoffe, du hast dann irgendwann den Chefkoch dabei. Jo. Ja, weiter. Schon wieder Monster. Sag mal, was ist hier mit den Monstern los? Was richtig lustig ist, dass ich überlege gerade, wie das Spiel, wie hieß, Star Ocean, genau. Ich habe da immer wieder leichte Erinnerungsmängel. Star Ocean hast du nicht gespielt, oder die komplette Serie? Star Ocean. Sind das verschiedene Arten Völker, die irgendeinen Krieg hinter sich hatten? Das ist ein, Sci-Fi Rollenspiel, Action-Rollenspiel, wenn man so nennen möchte. Damals von Enix, mittlerweile ist es ja Square Enix. Und der dritte Ableger, Till the End of Time, da hattest du... Oh, das ist bestimmt der Mana-Ring. Okay, holen wir ihn. Schaut mal. Schaut mal, hier ist was. Vorsicht! Ja, von da reden, vergessen, dass die Szene eigentlich weitergeht. Jedenfalls der dritte Ableger, damals wie die PlayStation 2 erschien, Till the End of Time, der hatte einen Charakter drin, nämlich Maria. Und die, kannst du dir ungefähr vorstellen, das war die weibliche Variante von Regal, die ihre Fäuste benutzt hat. Okay. Wow, es hat sich in einen Felsblock verwandelt. Naja, es war ja vorher eigentlich auch schon ein Felsbrocken. Huch. Ja, manchmal drücke ich ein bisschen schnell. Oh nein. Alles klar. Beziehungsweise verstehe, ich kann das leider nicht simultan. Hä? Was?
Wovon redet ihr beiden? Gleich wird es bestimmt... Ah, da ist es ja. Oh, da ist ja noch eins. Leute, bist nicht besonders schlau. Okay, machen wir es fertig und werfen es nach unten. Hä? Okay. Und Colette liegt da blöd auf dem Boden und starrt die ganze Zeit Leute an. Was sie oft macht. Ich kann auch das Spiel sehen. Nun, jedenfalls, hast in dem Spiel, ich finde das lustig, wir reden gerade über ein ganz anderes Spiel, während wir da Days of Symphonia spielen. Ja, Maria, und wenn du die hochgelevelt hast, die hat ja quasi Kamehamehas verschossen aus ihren Händen. Und die hat alleine eigentlich komplette Boss-Rundenkämpfe gemacht. Okay. Und wie in Days of Symphonia hast du da immer so ein Endscreen, wo derjenige, der den Finish macht, da steht und noch einen coolen Spruch von sich gibt. Und der Spruch von Maria war dann jedes Mal, sie hat sich da so rumgedreht und mit ihrem Finger gewackelt und dann hat sie gesagt, Did I make myself useful? Was auf Deutsch so gut heißt, ne? Habe ich mich nützlich machen können? Und du denkst einfach nur so, Maria, du hast gerade von ganz alleine, ne? Einhändig, mit verbundenen Beinen. Ein komplettes Boss-Team geplättet. Und fragst mich jetzt ernsthaft, ob du dich nützlich gemacht hast. Ja, okay. Das war immer sehr, sehr lustig. Ja, die war ein bisschen OP. Genauso wie Regal OP wäre, würde er seine Hände benutzen. Aber Regal ist ja noch nicht aufgetaucht. Viele Leute, die jetzt keine Ahnung haben, wer das ist. Er kommt noch. Taucht recht spät im Spiel auf. Ungefähr. Naja, ich weiß nicht, wie viele Spielstunden das denn ist. Wir müssen erstmal warten, zweite Hälfte des Spiels. Müssen wir erstmal noch woanders hin. Ja, ja, wir haben eine ziemlich lange Reise vor uns, bevor wir den treffen. Ja, aber... Er ist ziemlich gut mit seinen Händen. Cool, Speicherpunkt? Irgendwo... Nee, das war wohl... Ja. Ich wechsle manchmal diesen Teil mit dem zweiten Teil, weil manche Teile in diesem und dem anderen ziemlich identisch sind. Ah, da kommt so der scheiß Kuchen geflogen, wo die Boss da hinten dran. Der hat fertig gemacht, die scheiß Zombies hier. Und lernt er seinen neuen Spruch. Oh, da hat ein Sturmblitz. Yeah. Na warte. Eure Verwandten im Minecraft mache ich auch noch platt. Genius ist ja ein Charakter, der... Oh, sorry, Quast. Am Anfang des Spiels ein bisschen, naja. Er lässt ein bisschen zu wünschen übrig. Aber wenn du ihn dann am Ende des Spiels hast und ihn richtig gelevelt hast. Zieht er ab. Ja, dann weißt du, warum du einen Magier dabei hast. Die Standard-Team war immer Lloyd, Salos, Genius und seine Schwester. Rain. Genau. Was im Vorderangriff und was in der Hinterhand? Ja, Rain kennen wir ja schon, das ist die Lehrerin des Dorfes und die doch etwas striktere Schwester von Genius. Die Leute am Anfang einen Schwamm am Kopf geworfen hat, weil er eingepennt ist. Was er verdient hat. An der Stelle kann froh sein, dass es kein Buch war. Ja, wie kann man im Stehen überhaupt einschlafen und zwei Eimer halten? Mit Wasser. Also, im Stehen kann ich auch schlafen. Mit zwei Eimern habe ich es noch nicht probiert. Ich kann nicht im Stehen schlafen. Will ich auch nicht. Ja, das ist beruflich bedingt. man lernt so einiges, wenn man dazu gezwungen ist. Ja. In meinem Beruf war ich zu manchen Dingen auch gezwungen, die ich nicht machen wollte. Unschöne Dinge, die will ich jetzt hier nicht nennen. Ach komm, gib doch zu, du mochtest es. Du wolltest es doch auch. Nein! Ich wollte mich nicht in den Gebüsch stellen. Hm.
Ja, Beruf ist Gartenlandschaftsbau. Und was macht ein Gartenbauer, wenn er mal aufs Klo muss? Oh, das war nicht so viel Information auf einmal. Ja. Ja, liebe Zuschauer, ne? Man lernt nie aus. Glücklicherweise hat man ab und zu mal einen Friedhof in der Nähe oder ein Dixie-Klo. Oder eine andere, irgendeine Einrichtung, wo du aufs Klo gehen kannst. Ein Dixie-Klo auf dem Friedhof. Ja, sonst würde ich nicht. Da kann man sich nichts dabei denken. Für die Friedhöfe, die jetzt kein riesiges Komplex haben. Zum Thema Friedhof fällt mir wieder so eine richtig schöne Geschichte ein. Eigentlich ist es ein RPG von zwei Leuten und es ist derart lustig geschrieben, obwohl es gar nicht mal lustig intendiert ist, dass ich mich dann doch jedes Mal daran amüsieren kann. Zu lesen verursacht bei den doch literarischeren Leuten unter uns erhebliche Kopfschmerzen. Aber für alle anderen ist es sehr, sehr amüsant. Ich hasse diese Viecher. Es gibt aber noch schlimmere Viecher. Oh ja. Durchaus, ja. Mir fällt zwar keiner ein direkt. Doch, ich würde sagen, die Summon Spirits. Also die Elementargeister hier. Ja, nur, ich sag mal, die schlimmsten oder härtesten Gegner, die ich gesehen habe in Rollenspielen oder der Art, war ja Final Fantasy XII. Oh, da fällt mir auch einer ein, der ist in so Ikoten vertreten. Final Fantasy XII hat er dann letzten Endes den Pokal gewonnen für den Gegner mit den meisten HP. In Bezug auf Schaden, den du verursachen kannst. Ne? Also, ich will ja jetzt nicht lügen. Der hatte entweder 13 oder 40 Millionen. Entweder waren es 14 oder 40 Millionen. Ich weiß es schon gar nicht mehr. Der war in dieser Arena, der Endboss. Und das war dann schon ein bisschen übertrieben. Ja, aber übertrieben. Ich habe das Spiel hier versehentlich mal auf Ultra gespielt und habe das nicht festgestellt. Erst gegen Ende bei Mythos. Normalerweise hat er 60.000. Plötzlich hat er 120. Ich weiß, lass mich. Wie Zuschauer, vergesst den Namen einfach. Er ist überhaupt nicht relevant für das Spiel. Ich habe ja auch nicht den anderen Namen genannt, wo er drunter bekannt ist. Ja, aber du lernst ja seinen Vornamen kennen. In der Zeitpunkt, dass du noch nicht weißt, was er für ein Sack ist. Das nimmt den Plot-Twist raus. Ich bin fast tot. Ja, schön. Gratis, heil mich. Oder mach ein Blatt. Komm, heil mich. Seid brav. Würde ich aber sagen. Yeah. Es gibt aber eine ganze gemeine Spielstelle. Meinst du, bist angekommen, hast erst den einen Gegner erledigt, dahin kommt noch einer. Und dann, wenn du den besiegt hast, ist optional, kommt noch einer. Aber den kannst du nicht besiegen. Das ist eine sehr gemeine Spielstelle. Aber es gab in einigen Spielen sehr gemeine Stellen, einige auch sehr lustige Stellen. Ich kann mich erinnern, im Spiel Shin Megami Tensei, ne, Lucifer's Call, was, ja. Also der Name von der Hauptreihe, also der Name der Reihe sagt mir was, aber nicht das Spiel selbst. Ja, aber grundsätzlich kennt man ja die Persona-Reihe. Ja, Persona! Das ist also der Mana-Ring. Ja. Yeah. Ja. Ich habe schon gehört. Ich habe schon davon gehört. Er ist ein heiliges Artefakt der Kirche von Martell. Damit sollten wir die meisten Fallen und Hindernisse überwinden können. Wow, lasst mich mal versuchen. Okay, Lloyd. Du bist so kindisch. Das ist tatsächlich wahr. Lloyd ist kindisch. Ja. Ich drücke mal gerne die falschen Tasten. Okay. Ja, wie gesagt, die meisten Leute kennen grundsätzlich die Persona-Reihe, die auch sehr, sehr gut und sehr empfehlenswert ist. 3 und 4 vor allem. Und es gibt dann aber auch Nocturne, beziehungsweise wie wir es halt kennen, Lucifer's Call. Und
In Lucifer's Call gibt es ein Crossover mit Dante, dem Protagonisten aus der Serie Devil May Cry. Ah, den kenn ich aber auch. Und an einer Stelle bist du an diesem Hochhaus und du stehst unten, du kommst gerade zu diesem Hochhaus und du siehst, wie Dante oben steht, runterschaut, einfach mal runterspringt und dann landet. Richtig gechillt, sein Schwert wieder einpackt und geht. Toll. Wenn du dich dann durch das Hochhaus hochgekämpft hast und dann oben am Rand stehst, hast du die Option, runterzuspringen, genauso wie Dante. Wenn du das tust, fragt dich das Spiel, willst du das wirklich tun? Du bestätigst. Dann kommt wieder eine Frage. Willst du das wirklich tun? Ja. Dann fragt er dich nochmal. Willst du das wirklich, wirklich, wirklich tun? Und du denkst dir, ja, okay, ja. Du machst das dann, du springst runter und hast nur noch ein HP übrig. Na toll, Dante überlebt, aber du nicht. Dante geht einfach chillig weiter. Du hast gerade mal einen HP. Gerade, dass du es überlebt hast. Ach du Scheißkind. Ich mach eure Wanden im Minecraft-Blatt, wenn ihr so weitermacht. Aber was mir an dem Spiel richtig gut gefallen hat, war einfach diese multiplen Abfragen. Normalerweise hast du einfach nur die Frage, so, ja, wie sie das wirklich machen müssen. Tja. Aber selbst das Spiel fragt dich dann dreimal nach, wie sie das wirklich machen. Und da langsam hast du dann wirklich Zweifel dabei. Mhm. Wobei ich mir mal sagen muss, so cool wie Dante auch ist, für das Endgame ist er so einfach nicht gemacht. Den nimmst du eigentlich nur mit, weil er cool ist. Ich meine, es ist Dante. Seid ihr in Ordnung? Yeah. Aber warum sind im Tempel so viele Monster? Sie sind ein Teil der Prüfung für die Auserwählte. Wusstest du das nicht, als du dich hier angeschlossen hast? Natürlich wusste ich das. Es tut mir leid. Es ist meine Schuld, dass ihr das erleben müsst. Mach dir darüber keine Sorgen. Schließlich soll die Welt in Frieden leben können. Yeah. Sphärenregel 1. Richtig? Oh, du sollst das doch nicht immer erwähnen. Ja, der und seine Regeln. Ja, Dirk, einer der coolsten Charaktere in diesem Spiel. Ja, das sowieso. Muss man der Stelle verlassen. Die Zwergenregeln sind toll. Wer fährt aber leider nicht alle? Ja. Wie gesagt, Rollenspiele, da gibt es einige richtig tolle, einige richtig harte, einige richtig emotionale Momente. Rikon hat einige von denen. Muss ich an der Stelle sagen, für mich immer noch einer der emotionalsten Fälle war ja eines der Bad Endings in Rikon 5. Ich will da jetzt keine Spoiler geben. Für die Leute, die jetzt Rikon 5 noch nicht kennen oder dabei sind, es zu spielen und da nicht gespoilert werden wollen, aber gibt ja schon ein richtig trauriges Ende und das hat mir nicht gefallen. Man kann es aber ändern. Ja, Gott sei Dank kann man das ändern. Ich wäre sehr frustriert gewesen, wenn nicht. Ja. Es gibt dann auch noch ein Rollen... Es ist nicht wirklich ein Rollenspiel, es ist eigentlich mehr ein Hack'n'Slay, also wie Devil May Cry. Du läufst durch eine Welt und messest eigentlich alles nieder. Aber die Story, die dahinter steckt, finde ich eigentlich, muss ich sagen, das beste Storytelling. Oh, ich muss wieder lesen. Oh, mehr kann der Mannering nicht? Warum wird dir immer alles so schnell langweilig? Das frage ich mich auch. Es ist Leute. Ja. Du hast gleich eine Menge zu lesen. Ja, ich weiß. Die scheint die oberste Ebene zu sein. Ja, das ist der Altar. Da muss dieses glänzende Ding der Kruxis-Kristall sein. Du hast recht. Man sagt, ich sei mit ihm mit den Händen auf der Welt gekommen. Schaut euch dieses Licht an. Also bei dem habe ich schon den Verdacht gehabt, der spielt ein falsches Spiel, aber bei anderen Charakter? Ne.
Das ist so ein Charakter, ne? Den muss ich jetzt auch vorlesen, oder? Ja. Das dachte ich mir schon. Was ist das? An Angel, I would assume. Ich nehme an, ein Engel. Sehr lustig, Kratos. Aha. Was ist das, Colettes richtiger Vater? I am Remiel. Ich bin Remiel. Ich darf Ihnen gar keine so gute Stimme geben. Ich bin ein Engel des göttlichen Gerichts. Merkt es denn wenigstens? Göttliche Gericht, ob es schmeckt. Ja, das geht schon. Die Zeit ist gekommen, die Göttin Martell zu erwecken, die im Zentrum der Welt ruht. Die Göttin Martell erwecken. Genauso wie es in der Legende steht, die Rain uns erzählt hat. Ihr seid so leichtgläubiges Volk. Jetzt nimm ihn doch nicht die Spannung hier. Ich weiß. Ich mache Andeutungen. Das ist schon keine Andeutung mehr. Das ist Holzhammer. Von diesem Moment an ist Colette die Auserwählte der Weltenerneuerung. Wir von Kruxis segnen diesen Moment und schenken Silverrand den Turm des Heils. Da muss man aber hinterfragen, es heißt Weltenerneuerung statt Welterneuerung. Da hinterfragt man dann doch ein bisschen was. Und das, liebe Leute, ist nicht der Quittenturm, nein. Wäre ja ein bisschen schlimm, der reicht bis zum Weltraum hoch. Wir müssen aber da oben atmen. Das ist also der Turm des Heils. Nun wird die Welt gerettet werden. Juhu! Colette, die Auserwählte der Weltenerneuerung. Demütig nehme ich die Aufgabe an. Sehr gut. Wir von Kruxis schenken dir mit jedem Siegel, das du brichst, die Kraft der Engel. Und bist du als Engel wiedergeboren, so wird die erschöpfte Welt erneuert. Ich danke. Ich schwöre bei meinem Leben, dass ich die Welt erneuern werde. Gehe zunächst in den Süden und finde das Siegel des Feuers. Entrichte deine Gebete in diesem fernen Land. Ja, Lord Remiel. Ah, wartet. Bitte wartet. Ich habe eine Frage, die ich euch stellen möchte. Seid ihr wirklich mein Vater? Geh nach Süden zum Siegel des Feuers. Hast du verstanden, meine geliebte Tochter Colette? Vater, ihr seid wirklich mein Vater? Wir werden uns am nächsten Siegel wiedersehen, meine Tochter. Das stinkt zum Himmel. Es ist ein bisschen schwer, wenn man halt weiß, wie die ganze Story sich entfaltet. Wenn du das Ganze blind spielst, ist es natürlich eine ganz andere Geschichte. Ja, man denkt zuerst, aber wenn man das Ende kennt, erkennt man die richtige Geschichte all dem. Alles, was man da sagen kann. Es ist ein bisschen verwinkelt und komplexer. Wobei, man kann schon den Verdacht haben, er ist nicht ihr Vater. Colette muss nun auf eine lange Reise gehen, um die Siegel zu brechen. Das war also das Orakel. Ich wünsche, Rain hätte es auch gesehen. Du hast das Orakel erhalten. Gehen wir, Auserwählte. Oh, ja. Wir gehen schon vor. Matschers. Auf immer Wiedersehen. Vielen Dank, ihr zwei. Bitte kommt später bei mir, bei mir vorbei. Na, tschüss. Und gleich gibt's so eine ganz witzige Stelle.
Die ist gegangen. Mama. Das Gerücht war wahr. Welches Gerücht? Skelett die Tochter eines Engels ist und nicht wirklich mit ihrem Vater verwandt ist. Auch wenn man nicht blutsverwandt ist, Familie ist Familie. Er muss es ja wissen. Das ist jedenfalls meine Meinung. Ich... Tut mir leid. Hey, mach doch nichts. Möchte ich jetzt diese Sound... Geräusche ersetzen? Ja, bitte nicht, das sind zu viele Geräusche. Wundervoll! Professor? Was? Was macht ihr zwei denn hier? Solltet doch in der Schule bleiben und lernen. Ups. Rain, ich? Tut mir leid. Du kommst auch noch dran, Lloyd. Fertig? Nein! Hey, stopp! Oh! Ja. Boah, die viel Kraft. So, ihr zwei, wenn ihr eure Lektion gelernt habt, geht nach Hause. Die Schule ist für euch heute aus. Und was machst du? Ich hasse diesen Namen. Ich habe ja Phaidra gesagt, aber ich habe keine Phaidra, Ahnung. Phaidra, ja. Phaidra hat mir erlaubt, diesen Tempel noch etwas zu untersuchen. Gewöhnliche Bürger haben nicht oft die Chance, diesen Ort zu betreten. Ja, über gewöhnliche Bürger könnten wir jetzt diskutieren. Muss ich das jetzt machen? Kannst du. Was war denn das? Jetzt habe ich mich richtig vorbereitet und dann hast du weggeklickt. Oh. Das willst du lieber nicht wissen. Engel haben also tatsächlich Flügel. Ach nee. Ja, yeah. Genau wie in den Aufzeichnungen der Kirche von Martell. Aber ich wette, es ist immer ein Chaos, wenn sie ihre Kleider wechseln. Irgendwie, ja. Hä? Wahrscheinlich. Man muss in all seine Kleider Löcher schneiden, damit die Flügel durchpassen. Du hast dir da echt den Kopf drüber zu brauchen, nicht wahr, Lloyd? Nun, ja, yeah, ich meine, bist du nicht neugierig? Ich frage mich, wie sie mit den Flügeln wohl schlafen. Es ist bestimmt unbequem, ein Engel zu sein, nicht? Kann schon sein. Wie du ein Genius immer fertig macht mit seinen Gedanken. Komm schon noch weiter. So, nimm die Kontrollsteuerung. Ich würde vorschlagen, an dieser Stelle verabschieden wir uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.